Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe wieder Freupost bekommen von Famosio. Ich habe ja schon, ich weiß gar nicht, 2, 3 Kooperationen mit Famosio gehabt. Und jetzt wurde ich von der lieben Kerstin angeschrieben, beziehungsweise von den Azubis, ob ich nochmal Interesse hätte, ein paar Produkte zu zeigen und damit was zu basteln. Und wer den Shop noch nicht kennt, dann könnt ihr gerne mal schauen im Internet unter famosio.de. Ich hatte ja schon einiges darüber erzählt. Das ist so ein Ausbildungsshop. Also diese beiden hier machen dort eine Ausbildung zum Kaufmann oder Kauffrau für E-Commerce und haben eben selber diesen Shop aufgebaut. Und quasi bauen den Shop immer weiter aus und machen so halt ihre Erfahrungen im Onlinehandel. Finde ich eine mega gute Idee. Dann wurde der Shop von den beiden noch ein bisschen umstrukturiert. Da könnt ihr gerne mal schauen, was sie sich da so haben einfallen lassen. Also ich finde es super und jetzt zeige ich euch erstmal, was in dem Paket war. Also, es waren drin diese kleinen Stempel von Scrapberries. Einmal hier dieses Häschen, Häschenmädel. Ich verlinke euch alle Produkte unten, falls ihr Interesse habt. Da könnt ihr natürlich gleich nachschauen. Dann das Baby Häschenjunge. Dann einmal hier dieses Stempelset mit so einem kleinen Papierschiffchen, Herzchen und Papierflieger und diesen Schriftzug. Dann einmal auch von Scrapberries, ja hier so Rassel, so ein Pferdchen. Die Schrift finde ich sehr niedlich, Happy Birthday. Dieses. dann auch von Scrapberries hier diese Epoxy-Sticker heißen die, glaube ich. Das sind sehr schöne Farben, wie ich finde. Hier in der Kamera kommt es noch viel greller. Das ist so ein bisschen vintagig, würde ich sagen. Ja, hier so ein kleines Maßband. Die süße Giraffe hier. Ein bisschen wie ein Ticket gemacht. Das. Und noch einmal von Scrapberries hier dieses. Was ist denn das? Eine Katze? Happy Holidays steht da. Ja, ich würde sagen, das muss man jetzt nicht unbedingt für Holidays nehmen, weil je nachdem, wie man die halt koloriert, kann man die ja für jede Jahreszeit oder für jeden Anlass nehmen. So, dann waren noch einmal hier solche Clear Stones drin. Und die haben jetzt hier Farbe, wenn man, das könnte man vielleicht mal probieren, wenn man hier unten das einfach farbig macht, hat man dann farbige Enamel Dots. Ist ziemlich hoch. Für eine Karte vielleicht schwierig. Aber für ein Cover, für ein Album oder so, finde ich die sehr schön. Das. Dann haben wir hier einmal noch dieses Stempelset mit den fetten Mäusen. Der ist schon hier in Trance, wegen Gerüche vom Käse. Da hatten wir hier nochmal alles so niedliche kleine Sachen. Ja, mal gucken, was ich damit mache. Die sind von, weiß ich nicht, dieser Firma, kenne ich nicht. Jedenfalls sind die sehr cool. Das. Dann einmal von Craft Emotions. Hier dieser. Da ist so. Gucken hier so über den Zaun oder über den Tisch, ja, je nachdem, wie man das denn macht. Und dann hat man einmal noch hier dieses, ach, mit Kakao, das sehe ich jetzt aus. Ach, wie lieblich. Das kann man vielleicht als Hintergrund benutzen. Mal gucken. Dieses. Dann einmal hier Stamping Pad Skin Tones von P13. Ich weiß nicht, ob hier kein Cover dabei war. Auf jeden Fall hat er hier so schöne Naturtöne in Braun. Also ist hinten ein bisschen anders eingefärbt.
dann so und dann noch mal in hell. Finde ich sehr schön. Dann war einmal dabei hier so ein Stencil. Das soll ein Sonnenblumen sein, nehme ich an. Summer Flowers, ja. Kann man sicherlich auch in mehreren Farben einfärben. Das probieren wir dann mal. Mal gucken. Dann einmal von Marianne Design hier solche Papierschirme. Wo gibt es das? China. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ihr wisst, was ich meine oder was man damit machen kann. Ich überlege gerade. Ja, das sind hier halt diese zwei Beispiele, die es da gibt. Mal schauen, ob mir hier was dazu einfällt, weil das ist überhaupt nicht so mein Thema. Da gibt es ja von Stemperia auch Papier in diesem China-Stil oder wie sagt man dazu? Japan? Ich weiß es nicht, aber hier so. Dann einmal diese Stempel von Craft Emotions, so Handletter, Handlettersprüche. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor. Das könnt ihr selber lesen. Finde ich sehr schön, aber oh, entschuldigt. Handletter Quotes vielleicht. Was anderes kann ich jetzt hier nicht finden. Dieses. Dann einmal hier so Cardstock in Briefmarkenform. Wie viele sind hier drin? Das ist von Card Deco Frame Cards 5 Stück. Also ich brauche nur noch Falten und kann Karten machen. Dann einmal in Dunkelgelb, auch von Card Deco. Hier sind 18 Bögen drin in A5. Das ist ein sehr schönes Gelb. Das gefällt mir gut. Dann noch einmal auch von Card Deco Linen Craft Cappuccino. Finde ich sehr schön, weil das so ist schon. Also es hat eine Struktur und dann noch hier so gröbere Stücken drin. Das gefällt mir sehr gut. Das. Dann noch einmal gelber Cardstock mit 5 Stücken von Central Craft Collection. Sagt mir gar nichts. Habe ich so noch nie gehört. Was aus Holland? Das ist so ein bisschen ein helleres Gelb. Dieses und hat auch hier so kleine, ja, wie gepunktet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So, ja, so könnt ihr es sehen. Also wie so eine Struktur. Dieses. Dann war noch einmal von Paper Favorites hier dieses, ja, wie Alkoholink Papier, sag ich mal. Ink Drops. Das sieht schon cool aus, gell? Mit Schwarz. Dann hier so ein cooles Blau. Lila. Weinrot. Braun und dann dieses. 3x8 Designs, 200er Grammatur und 15x15, also 6x6. Das. Und dann war noch im Päckchen, finde ich sehr cool, hier dieses Fläschchen, wo man irgendwas mischen kann. Also das hier, die Firma hier, I-Zink, Pigment, keine Ahnung. Ja, also hier kann ich mir dann irgendwas zusammenmischen. Hier, das kenne ich gar nicht, weiß ich jetzt nicht. Hier sind dann noch hier so Einteilungsstriche. Ich weiß nicht, wie viel man dann von dieser Sorte, ob das Pulver ist, was man sich zusammenmischt oder Wasser. Das weiß ich jetzt nicht genau. So. Das war jetzt mein Päckchen von Famosio. Herausfordernd, würde ich mal sagen. Es ist komplett außerhalb meiner Komfortzone. Ja, mal gucken. Ich
Ich hoffe, ich habe nicht allzu viele schlaflose Nächte, weil... Also die Sachen sind niedlich, aber so komplett mit Sachen, die ich so gar nicht benutze oder bisher benutzt habe oder mir ausgesucht habe. Deshalb bin ich sehr gespannt, was hier draus wird. Ich versuche zu jedem irgendeine Idee vorzustellen, aber ich schätze mal hier, das ja, kann ich nicht. Also was mir jetzt so gar nicht irgendwie ja, meinem Stil entspricht, ist schwierig. Vielleicht gucke ich mal im Internet und finde da einige Ideen, dass ich euch vielleicht doch was vorstellen kann. Mal schauen. Also, ich würde sagen, wir machen im nächsten Video dann mit den Sachen mal was. Da dürft ihr gespannt sein, weil ich bin es auch. Mal sehen, was mir da so in den Kopf kommt. Und nochmal ganz lieben Dank an das Team von Famosio. Ich verlinke euch, hatte ich schon gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr, wenn ihr jetzt hier irgendwas habt, was ihr unbedingt haben wollt, könnt ihr einfach auf den Link und dann kommt ihr auf die Seite. Ja, ihr Lieben, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich bin gespannt aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss!